Stefan Schwab, Torschütze beim letzten Derby und Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Rapid. Verletzt, doppelter Bänderriss im Knöchel, verpasst das so wichtige Spiel gegen den Erzrivalen. Der Schmerz sitzt tief. Mal jetzt cool, einfach ein Derby zum Spielen. Schwabi, ich bin eh da. Jetzt bekommst du ein Derby. Los geht's. Es ist kein normales Spiel. Derby, Emotion pur. Zuschauer, jetzt seht ihr alle, was der Schiri über das Kilometer ist. Ein Derby ist immer emotional. Wenn man da früh aufsteht, dann weiß man, spielt gegen Erzrivalen. Da kribbelt schon in der Früh. Deswegen, wir müssen versuchen, dass der Rasen brennt auf unserer Seite. Assist vom Schwabi. Derby sorgt für Provokationen. Ich glaube, ein Schwabi ist ein Schwindel, müssen wir noch kurz eine Pause machen, dann kennt sich nicht aus. Habe ich schon drin gesehen, hast du schon gedacht. Ne? Wartet sich jeder einen Sieg von Rapid. Wir stellen uns den Anspruch selber an. Wenn wir unser Spiel offensiv so durchziehen wie in den letzten Wochen und einfach wieder effizient sind, dann werden wir die 3 Punkte bei uns lassen. Derby bedeutet volle Offensive. Ich glaube, dass das sicher kein Spiel wird, wo sich eine Mannschaft hinten reinstellt, sondern beide mit offenem Visier spielen werden. Das Derby am Sonntag ist kein normales für die Austria. Es geht um Wiedergutmachung. Wenn wir so weiterspielen, dann kommt das von allein alles da. Ja, ich würde jetzt liegen und ich sage, es wäre keine Verunsicherung da. Ich glaube, das Spiel kommt zum richtigen Zeitpunkt, um uns vielleicht wieder ein bisschen Guthaben bei den Fans zu verschaffen. Stefan Schwab nicht nur zuletzt am Feld top, auch das virtuelle Derby kann er für sich entscheiden. War eine gute Partie, sogar verletzt reicht es für euch. Aber ja, am Sonntag habt ihr noch mehr Chance, aber ich glaube, mit 2 sind es ganz gut bedient.